Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute das Tony Hawk's Pro Skater HD Let's Play. Los geht's! 13 Jahre ist es schon her, seit das Spiel rauskam und heute kam es in HD wieder raus. Ich bin schon echt gespannt. Ich habe das Spiel damals zu Tode gespielt. Tony Hawk's Pro Skater HD. Oh ja, da haben wir auch nochmal die klassische Musik. Unreal Technology, nicht schlecht, nicht schlecht. Activision. Okay. Dann checken wir mal. Ich bin schon echt gespannt. Wer es damals gezockt hat, das müsste so 1999, 2000 rum gewesen sein, der weiß, dass das Spiel absolut genial ist. Gerade der Multiplayer im Splitscreen war damals cool. Splitscreen gibt es, glaube ich, leider nicht in dieser HD Collection, beziehungsweise HD Version. Okay, wir starten direkt mal in den Einzelspieler, würde ich sagen. Können wir auch direkt aussuchen, wo sieht der Tony Hawk aus? Total kaputt. Wir haben ja auch neue und alte Skater sind dabei. Wir haben natürlich neue und alte Musik. Also eigentlich ist alles Gute dabei. Man sieht sogar die Sponsoren von denen. Chris Cole, der sagt mir sogar was, der ist ein neuer Skater, der müsste neu dabei sein. Das müsste, glaube ich, der Sohn sein von Tony Hawk, wenn ich mich nicht täusche. Ah, das ist... Ah, man kann... Wie geil ist das denn? Das bin ja ich. Das ist mein Avatar. Cool. Mit dem kann ich also auch skaten. Dann haben wir natürlich Tony Hawk. Starten einfach mit Tony Hawk. Gleich gehen wir natürlich in den Skate Shop. Moses Karriere, Einzelsession, Fun Skaten. Machen Karriere natürlich. Gehen direkt in die Lagerhalle, würde ich sagen. Okay, Highscore 10.000, 25.000, 75.000. Finde die geheime DVD, sammle Skate. Müsste eigentlich alles soweit cool sein. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die Steuerung ist ziemlich gut. Ich hoffe, dass dies ist. Das ist wirklich ganz wichtig in dem Spiel. Okay, wir haben 2 Minuten, wie immer. Was machen wir denn als erstes? Erstmal springen wir hier runter. Wow, fast das Genick gebrochen. Erstmal sammeln wir den Highscore, würde ich sagen. Weiß ich ein bisschen... Oh, ich sehe es gerade. Irgendwie... irgendwie ganz komisch gerade. Steuerung ist okay, würde ich mal sagen. Aber irgendwie kriege ich meine Kombos hier gerade nicht so hin, wie ich will. Man konnte nämlich von der Halfpipe hier mal einen Switch machen. Das geht dann in den Manual rein. Damit die Kombo am Leben bleibt. Oder das geht gerade gar nicht. Ich kann zwar Manual machen, aber ich kann die Combo nicht am Leben erhalten. Okay, das sieht schon gut aus. Wir sind fast auf 75.000. Flip reinbringen. Fast den kranken Score. Oh yeah! So weit so gut. Oh, gegen die Wand geknallt. Scheiße, jetzt muss ich nochmal Anlauf nehmen. Okay, wir haben es fast. Okay, den kranken Score geknackt. Springen wir direkt hier raus. Dann holen wir uns die versteckte DVD. Okay. Oh, war ein bisschen zu kurz. Ah, ich hab's gefunden. Die Schule ist laut. Weiß jetzt aber nicht, ob ich das Ding aufgenommen habe. Ich check lieber nochmal. Ja, ich hab die aufgenommen. Alles klar. Okay, was können wir denn noch machen? Wir können Start drücken. Ich habe nämlich heute schon mal die Demo gezockt. Und dann können wir auf RB sehen, wo wir alle Ziele haben. Wo Skate zum Beispiel ist, wo die Frachtlisten sind. Das ist wirklich schon ziemlich cool. Okay. Da haben wir das Geld. Das müssen wir natürlich einsammeln. Noch 40 Sekunden. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr Großes. Mit dem nächsten Versuch dann aber mal Skate einsammeln. Wow! Die fliegen ein bisschen komisch, muss ich sagen. Nett, dass da ein bisschen Blut spritzt. Wow, schon wieder aufs Maul gelegt. Okay. Natürlich könnt ihr die Kombos hier am Leben erhalten, indem ihr... hier wild rumspringt, zum Beispiel macht ihr hier einen Kickflip, dann geht ihr in den Manual rein, wie ihr seht, die Combo ist auf jeden Fall da. Und was nicht da ist, ist zum Beispiel der Wallplant. Wallplants gibt es, glaube ich, hier gar nicht, aber es gibt die Wallrides. Wie ihr sehen könnt, funktioniert es gerade nicht. Ah, nur noch 4 Sekunden. Da war der Wallride. Okay. Level 2 schon freigeschaltet, die Schule. Okay. Wirklich sehr cool. Machen wir direkt nochmal. Oh ja, da kommt dieses alte Feeling auf, gerade mit der Musik. Die Grafik ist wirklich sehr nett. Guten Job gemacht. Direkt wieder aufs Mal gelegt. Okay, wir müssen uns mal
bemühen, hier Skate einzusammeln. Haben wir hier mal ein Dokument. Hier haben wir natürlich das A. Ich muss sagen, die Steuerung gefällt mir nicht so. Die ist wirklich so ein bisschen... bisschen hakelig, würde ich fast schon sagen. Dann haben wir das S. Da haben wir das E. Gucken, ob ich über die Halfpipe hier komme. Dachte ich mir nämlich schon. Da vergessen wir, wie das ging. Krieg's gleich hin. Jeden Moment. Nein, spring auch darüber. Ich glaube, man muss vorne antippen und dann hochspringen. Irgendwie so. Na gut, holen wir das K eben von drüben. Okay, jetzt nur noch T und E. Wo war denn das T? E weiß ich ja, das ist da drüben. Mein Gott, nee. Nee, haben wir da. Fahren wir mal hier hoch. Kann mich null dran erinnern, wo das war. Wir können aber auch mal eben auf der Karte... Da ist das T. Über der Halfpipe. Da fällt mir ein, wir können den Kickflip Layer mitholen. Ja, genau. Das haben wir auch wieder schon ein Ziel geschafft. Muss da drüber springen. Ich schaff das einfach nicht darüber. Wird daran scheitern. TT, nur noch das scheiß E. Ja, fast aufs Maul gelegt. Nö, nö, nö. Ah, da hab ich's geschafft. Uhuhu, noch 10 Sekunden. Jawohl, Skate haben wir schon mal. Klasse. Nur mal schnell aufs Maul gelegt. Oh yeah. Na, soweit so gut. Jetzt haben wir Skate geschafft. Nur ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Sehr lange her, als ich das letzte Mal das Spiel gezockt habe. Okay, 5 Frachtlisten. Holen wir uns die direkt. Checken kurz, wo die sind. Okay. Oder wir machen erst die Kisten. Warum nicht? Ist eigentlich egal. Da waren welche. So. Okay, da haben wir einen. Hier oben kann ich mich erinnern, waren noch welche. So, jetzt muss ich wieder da hinkommen. Da haben wir schon mal ein Scheinchen. Wow! Ich bin hochgeflogen. Ah, ich krieg das schon hin. Das ist nervig, dass die da oben sind. Muss da irgendwie hochkommen. Okay, so. Fahren wir einfach mal hier lang, vorsichtig. Perfekt. Okay, schnappen wir uns wieder um. Liebes. Nö, der lässt mich wieder nicht hier hoch. Ne, das wollte ich nicht. Grinden will ich nicht. Ich hasse es. Nö. Ah, oh, das nervt. Scheiße, da brauche ich gleich wahrscheinlich noch einen anderen Anlauf. Das mache ich dann als erstes am besten. Setzen wir einfach zurück. Oh yeah, los geht's. Ich kann ja auch hier durchspringen, den haben wir Gitter. Ich muss wissen, wie man da rüberkommt. Effektiv. Gerade ist das nur so zufällig passiert. Sehr merkwürdig. Vielleicht durch Switchen oder irgendwie so? Ne. Ich gebe erstmal aufs Maul. Vielleicht sammeln wir dann erst die Frachtlisten ein. Jawohl. Beziehungsweise hier die Dokumente haben wir schon mal 2. Könnte der Rest sein. Da oben haben wir einen. Tja, checken wir eben die Karte, wenn schon da ist. da haben wir es, da haben wir es, da haben wir es. In der Ecke haben wir es auch. Vielleicht da drüben in der Ecke. Wow. Hier haben wir noch Kisten, das ist gut zu wissen.
Jetzt habe ich es geschafft. Ja, super. Oh, das Geld, das Geld. Oh, ich brauche das Geld. Ja, das Geld schon mal wenigstens mit. Na, komm. Ja, super. Ich glaube, da oben war noch eine Liste, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir auch noch ein Scheinchen. Na komm mal hier oben. Oh, ne, oben war nix. Da drüben war noch eine. Na komm, wir haben noch 30 Sekunden. Das schaffe ich nicht. Da war noch eine. Oh. Okay, hier war eine. Komme ich denn an die da oben dran? Ah, ich weiß wie. Okay, so. Nee, oh, jetzt habe ich die komplett aus den Augen verloren. Die war hier irgendwo. Ah, nee. Okay, einen Versuch mache ich noch. Ich glaube, dann wechseln wir zur Schule. Okay, erstmal hier runter. Schnappen wir uns das Ding. Nummer eins. Hier war nur eins. Oh yeah! Channel Gap. Vielleicht müssen wir hier drüber springen. Wir müssen da oben irgendwie an die Wand. Das kann tricky werden. Hier haben wir noch eins. Und das ist das letzte dann, ne? Kein blassen Schimmer, wie ich hier oben dran komme. Vielleicht mit dem Wallride. Oh, müssen wir wieder da hochkommen. Okay. Nehmen wir vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Ah, jetzt bin ich da komplett abgeprallt. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Das ist sehr hoch. Mal kurz Anlauf nehmen. Oh ja, das war schon mal. Ja, ich hab's erwischt. Huhu. Knapp aber. Gut, dass das gezählt hat. Okay, als nächstes kümmern wir uns dann um die Kisten. Aber erst im nächsten Lauf. Glaub nicht, dass ich das jetzt noch hinkriegen werde. Oh. Verdammt, die Kisten hier zu kriegen ist kacke. Okay. 3 von 5. Ah, schaffe ich, glaube ich, nicht. Da oben waren noch welche. Das wäre dann 4. Eine Kiste fehlt mir noch. Weiß aber nicht, wo. Machen wir gleich. Da waren die. Scheiße. Ah, okay. Okay, soweit, so gut. Dann machen wir jetzt noch die Kisten. Die direkt mit. Mal hier runter. Und direkt die hier. Dann hier hoch. Natürlich nicht so. Ich hasse es. Wird ein ewiger Kampf bleiben. Ewiger Kampf. Verdammte Scheiße. Gut, da holen wir erstmal ein paar andere Kisten. Gott, ich hasse das. Wie bist du mit denen hier? Okay, 3 von 5. Müssen wir nochmal sehen, dass wir da hochkommen. Perfekt. Oh, bin ich wieder runtergefallen. So ein Scheiß. Okay, ich bin wieder hier oben. Das ist doch nicht übel. Und nur noch die da hinten. Okay. Drehen. Wunderbar. Hätten wir erledigt. Ich hab noch gesehen, dass wir irgendwo grinden müssen. Fuck. Können wir denn da grinden? Schauen wir mal. Aha, aha. Gibt verschiedene Spots, wo wir da grinden können. Sollen wir vielleicht hier einfach so grinden? Hm. Vielleicht nehmen wir uns das Geld da noch mit. Jawohl.
4 von 8. Ich habe hier irgendwo noch Geld gesehen.